Plündern. Diese Vase muss einmal sehr schön gewesen sein, aber jemand hat sie mit Löchern versehen und mit Erde gefüllt. Sie diente wohl dem Pflanzen von Setzlingen. Ja. Passiert auch mal, ne? Falls jemand mal Idiocracy geguckt hat, so stelle ich mir das gerade vor. Federn! Ja, ich bekomme jetzt die Pfeile wieder. So, da muss ich hin. Gut, dann gehe ich mal den Häusern einen Besuch. Das meiste Holz ist bei der Reparatur der Wachtürme draufgegangen. Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben. Tja, wenn Sie Pfeilspitzen für die Schlacht wollen. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt, voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein, aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen, aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Okay. Brauche ich mehr Feuerholz? Ich habe jede Menge geschlagen. Abgesehen davon, ich weiß nicht, wie viel Zeit dir noch zum Schmieden bleibt. Stacheln gehen schneller als Breitspitzen. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Ich grüße Sie. Sie sind Jacobs Gast. Wenn Sie irgendwie helfen wollen, weiter unten am Weg werden gerade die Wachtürme repariert. Nichts für ungut, aber Sie sehen nicht so aus, als könnten Sie mit dem Amboss umgehen. Oh, nett. Ich grüße Sie. Haben Sie Tauschwaren dabei? Irgendwas Brauchbares? Irgendwas schwirrt durchs Tal. Müssen Sie doch gesehen haben. Ich hatte doch Tauschwaren dabei. Was ist denn hier drin? Holz war das. Da geht's weiter. Gut, da habe ich dann etwas Feuerholz. Jacob hat gesagt, dass sie kommen würden. Wir haben uns nie von den Sowjets erholt. Wenn sie helfen möchten, sollten sie weiter nach unten ins Dorf gehen. Okay, also scheinbar. Versprochen, sie zu schützen. Das habe ich getan. Wir hätten damit rechnen müssen. Wir wussten es besser, verdammt. Tut mir leid, ich habe keine Zeit zum Reden. Jacob sagt, wir können ihnen trauen und das reicht mir. Gut, gut. Ja, aber warte mal, wir haben doch jetzt diesen geilen Bogen. Oh yeah. Da, der sieht doch geil aus. Ach, da müssen wir hin. Gut, gut. Hallo. Wir könnten Hilfe brauchen, falls Sie deshalb hier sind. Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Wir wollen möglichst viele der Säulen verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen stark beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil und können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Helfen Sie uns? Natürlich helfe ich. Versuch's. Danke. Bringen Sie alles zu mir, wenn Sie es gefunden haben. Also wir müssen ins Tal runter. Und da Hartholz. Lara, tut mir leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Ein Glück, dass Sie da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können Sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken.
Mal sehen, was ich tun kann. So, ich muss doch hier Hartholz einfach suchen. Wieso gibt es hier kein Hartholz? Hm? Kein Hartholz. Da! Guck mal, zwei Holz haben wir schon mal. So. Hier haben wir noch ein bisschen Holz. Oder auch kein Holz. Sondern eine Repetiergewehrkomponente. Wo kriegen wir denn noch Hartholz her? Da oben müssten wir noch was machen. Hoch mit hier, komm. Trinity wird bald hier sein. Kann ich hier auch kacken? Oh. Würde ich jetzt gerne mal wissen. Ob ich das Hartholz nicht holen kann. Was ist hier Hartholz? Da ist was. Ich sehe was. Da oben, da ist auch noch was. Guck mal. Vier Holz und vier Holz. So. Ich muss noch hier hinten lang. Holz ist voll. Hier soll es noch Holz geben. Jo. Ja. Was? Hier gibt es doch gar kein Holz. Geh einfach hoch und gib ihm das ab. Und wenn ihm das nicht reicht, dann ist mir das egal. Komm, lauf. Das Spiel sieht verdammt nochmal gut aus, aber es hat auch seine Schwächen.
Also, es ist immer so das Problem, wenn man jetzt so ein Spiel mit hochauflösenden Details und so weiter macht, dann merkt man sofort, wenn irgendetwas matschig aussieht oder sowas. Das finde ich schade. Nicht. Wir müssen improvisieren. Es muss noch mehr geben. Schickt jemanden auf die Suche. Was denn genau? Alle gehen für die Vorbereitung nach unten ins Dorf. Ich sag dir, du musst fürs Erste improvisieren. Hab doch. Warte. Nee, was habe ich denn hier optional? Fell, Hartholz. Martin-Ernst habe ich nicht. Technikteile, ne. Hartholz. Was brauchte ich noch? Nein. Was war nochmal meine zweite Quest? Da. Hirschfälle. Ach so. Haben Sie gefunden, was Sie suchen? Nein, noch nicht. Werde ich aber. Gut. Das war mein Fehler. Gut, dann laufen wir noch ein bisschen rum. Na, ihr könnt ja inzwischen vorspulen. Ist ja alles kein Problem. Ich habe jetzt auch mal mein Gain was hochgesetzt. Dann müsst ihr mich jetzt auch gut hören. Ne? Ist das Tier jetzt echt gut? Ich dachte schon, das Tier wäre weg. Für dich Hirschfälle habe ich beides. Eretzburg. Ja. Boah. Kleiner Hirsch. Ist jetzt auch egal. Ich lieg das hin und bin dann fertig für diese. Ich mach dann nicht die nächste weitere. Zweite Nebenmission noch. Obwohl, ich guck mir die mal an. So. Haben Sie den Nachschub, den wir brauchen? Reicht das? Gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur beenden. Aber den Rest der Sachen müssten Sie bitte runter zum Turm am Seeufer bringen. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. Was? Ah. Laufen wir also dreimal hin und her. Der da. Da war ich doch gerade. Boah. Nee. Also, das ist,
kein gutes Spieledesign. Es ist einfach nur, um Zeit zu strecken. Mehr nicht. Hier, das müsste der Turm sein, oder? Oh. So, pass auf. Ich frag dich jetzt einfach mal, was du noch machen musst.